So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben heute nämlich die Hanf Edition von Energy Drinks, Energy Limo, Energy Saft, Energy Tee, Energy Bier. Gebt euch das mal, was ich da vorbereitet habe. Die Energy Hanf Edition, einfach mal in die Kamera gehalten. Und was das alles genau ist, will ich euch jetzt zeigen. Dafür nehme ich euch mal kurz auf die Hand. Ne? Hier haben wir nämlich zum einen diesen Energy Drink mit echtem Cannabis-Extrakt. Ja, wer es glaubt, wird selig. Steht da irgendwas Besonderes drauf? Weiß ich nicht, kann man wahrscheinlich eh nicht lesen, weil die Schrift zu dunkel ist. Der ist von Firma, weiß man auch nicht, kann man auch nicht lesen. Auf jeden Fall einfach mal ein Energy Drink mit echtem Cannabis-Extrakt. Ist jetzt ein No-Name, aber die Dose sieht eigentlich sehr cool aus. Also hat ein schönes Design, wie ich finde. Dann haben wir hier als zweites den Funky Tea Hemp Smoky Taste, wo auch draufsteht, Erfrischungsgetränk mit Teegeschmack und Hanfsamenextrakt. Da finde ich das Design richtig schrecklich, also das würde mich überhaupt gar nicht ansprechen, aber das ist Tee mit Hanf, das ist Energy mit Hanf. Dann haben wir als nächstes hier noch Take-Off, Hanf Limited Edition. Energy Drinks, sometimes you just need to push the red button. Take-Off ist also wohl so eine Marke, wo es wohl auch verschiedene Energy Drinks gibt, jetzt auch Take-Off mit Hanf. Finde ich, ist okay vom Design. Der hier sieht aber einfach richtig prächtig aus, wenn man sich im Endeffekt die Dose nochmal reinzieht. Dann haben wir auf jeden Fall hier drüben Hanf Kiss Relax Take It Easy Biermischgetränk. Cannabis aromatisiertes Biermischgetränk. Alles von Marke Original Oettinger. Also Oettinger Bier gemischt mit Hanf. Mit Hanfextrakt 2,5%. Da sind wir auch gespannt. Das hat es CM Punk, glaube ich, immer getrunken und fand das ganz nice. Wir testen das auch mal. Bier, Mischgetränk und wir haben noch Chico. Chico auch ein Energy oder Zitrone, Hanf und Minze. Zitronenerfrischungsgetränk mit Hanf-Minzgeschmack. Das geht also theoretisch eher in die Limo-Richtung. Hat auch Fruchtgehalt 10%, Vertrieb Live Well Beverages unter Schleißheim. Livewell.de. Habt ihr eins davon schon mal probiert? Kennt ihr irgendeins davon? Vielleicht den normalen Energy, den Take-Off? Chico oder vielleicht sogar das Hanfbier oder den Hanftee. Der Adi ist jetzt da, der hat gerade was zu essen bekommen. Beziehungsweise habe ich dem gerade Katzenpudding gegeben. Habt ihr schon mal Katzenpudding probiert? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt wollen wir die fünf Sachen testen. Und wir fangen zuerst mit der coolsten Dose von allen an. Mit dem normalen, krassen Hanf Energy. Mit der richtig schönen Bepflanzung auf der Dose. Ich habe gerade ein halbes Glas Wurst gegessen und habe so den Durst. Am liebsten hätte ich das jetzt komplett einfach auf Ex weggetrunken. Hat einen, sagen wir mal, kräuterlichen Geschmack, einen kräuterlichen, süßlichen Geschmack. Die Kohlensäure ist nicht zu aufdringlich, schmeckt sehr interessant. Kann ich mir also gut vorstellen, da die ganze Dose gleich reinzutrinken und mich dann wohlzufühlen. Hat ein bisschen was von Mate-Tee, nur süßlich statt dieses herbe Bittere. Also der, ich weiß immer noch nicht, welche Firma das sein soll, ob es dafür überhaupt eine Firma gibt. Der Energy ist auf jeden Fall richtig genial. Schmeckt für mich nicht nach Energy, hat aber eine richtig gute Note. Dann möchte ich als nächstes trotzdem jetzt mal den Take-Off nehmen, weil das alles so längliche, große Dosen sind. Und mal gucken, was der Take-Off kann. Weil das ja auch Energy sein soll mit Hanf. Der riecht auf jeden Fall extrem einfach nach Energy-Drink. Mit einem, mit Hanfsamen oder irgendwas dabei.
Hier würde ich sagen, take off. Steht zwar Hanf drauf, schmeckt ihr aber nicht wirklich raus. Schmeckt einfach, ja, wie normales Booster. Schmeckt sogar, glaube ich, einfach wie Booster Zero. Also das ohne Zucker. Könnte ich jetzt nicht unbedingt als Hanf-Drink rauslesen. Da fand ich den ersten auf jeden Fall viel besser, weil der nicht schmeckt wie ein Energy-Drink. Der schmeckt einfach wirklich wie irgendein Kräutergesöff. Als nächstes haben wir aber den Chico Zitrone, Hanf und Minze, was wohl eher in die Richtung Limo geht. Zitronenlimonade mit Hanf, Minze. Boah. Moment. Also während das hier riecht wie eine Art Made-Tee und das andere einfach riecht wie Booster Energy, riecht das hier einfach, als wärt ihr in ein großes Nest Brennnesseln gefallen und würde den Ausweg nicht mehr finden. Das riecht also richtig stark und brutal mit Hanf-Minz-Geschmack, wird aber wahrscheinlich hauptsächlich durch die Minze kommen. Oh. Das legt sich auf die Zunge. Das hat einen richtig strangen Geschmack, keine Ahnung. Das wirklich Genusstipp, bitte kühl genießen. Alter. Brian, hast du das draufgeschrieben? Jetzt reicht's. Den kann ich nicht empfehlen. Der ist mir zu besonders. Also der schmeckt so richtig, richtig verboten. So richtig, als wäre das auf jeden Fall nicht gesund, wenn man den trinkt. Würde ich deswegen mal zur Seite stellen. Diese Mischung da aus Minze, Hanf, Zitrone ist mir irgendwie viel zu unangenehm. Immer noch der hier der Beste, der einfach so eine kräuterliche Note hat, aber auch süßlich schmeckt. Aber wir haben ja immer noch zwei Sachen übrig, nämlich den Funky Tea mit Hanfgeschmack. Mach mal den auch mal auf, der dürfte ja eigentlich keine Kohlensäure haben, wenn das Tee sein soll. Vor allem, was steht hier drüben? Funky Tea ist keine laktosefreie Ziegenmilch für Lehrer. Was? Hat auf jeden Fall keine Kohlensäure, schmeckt nach Tee, okay, schmeckt aber irgendwie einfach nur nach Schwarztee und weiß ich nicht. Also schmeckt nicht schlecht, schmeckt an sich angenehm, so als Erfrischungsgetränk, auch ganz cool. Auch dass die Kohlensäure nicht zu schaffen macht. Ich schmecke trotzdem an sich jetzt wieder nichts von Hanf oder dergleichen. Also immer noch Chico. Chico ist vom Geschmack her immer noch das Außergewöhnlichste. Du müsst es unbedingt mal probieren. Ansonsten der Energy Drink ohne Namen mit der extremen Hanfpflanze drauf. Aber zum Abschluss haben wir noch das Hanfbier Relax Take It Easy von Oettinger. Den machen wir also auch auf, probieren den mal. Ist natürlich Kohlensäure drin, ist ja auch Bier. Schmeckt irgendwie wie Leberwurst. Wenn ihr so einen richtig schönen Toast mit Leberwurst drauf, ganz frisch aus dem Toaster Leberwurst drauf gestrichen, Gürkchen dazu und dann habt ihr so einen Nachgeschmack im Mund, so einen Leberwurst-Nachgeschmack. Das gleiche habe ich hier, wenn ich davon ein paar Schluck nehme und das runterziehe. Ihr merkt das Bier nicht so krass, aber dann macht sich irgend so eine mulmige Note breit. Also kann man auf jeden Fall trinken. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt mir noch 20 Mal kaufen. Ich glaube, einmal probieren reicht, oder? Warte, zweimal? Weiß ich nicht. Merke ich an sich auch nicht wirklich was von Hanf oder sonst was. Also ihr seht, alles wird mit Hanf gemacht. Mittlerweile Hanfkuchen, Hanf-T-Shirts, Hanfpizza, Hanfschokolade. Hanf, keine Ahnung, ich weiß nicht, was das letztens war. Wir haben so viele Sachen, wo der Hanf-Chips, Hanf-irgendwas, keine Ahnung. Hanf-Hühner,
jetzt auch Hanfbier, Hanfkatzen, aber nicht alles, wo Hanf draufsteht, ist auch Hanf drin. Oder nicht überall, wo Hanf drin ist, schmeckt wie Hanf. Deswegen haben wir am Ende natürlich immer noch das gute 5-0er Dosenbier. Denn wenn der Geschmack schon kaputt ist, habt ihr immer noch ein was ihr trinken könnt, worauf ihr euch verlassen könnt, was die ganzen Geschmäcker jetzt neutralisiert und euch auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Habt ihr auch schon mal einen Hanfdrink getrunken? Was ist euer Lieblingshanfgetränk? Oder was kennt ihr noch alles für Hanfartikel? Was sind die verrücktesten Hanfsachen, die ihr je gesehen habt? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Jetzt wünsche ich mir das Hanf zurück.